Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Mordor Schatten. Wir haben im letzten Part den nächsten Häuptling erledigt. Geht da schon nah? Müssen wir Häuptlinge. Okay, hier können wir. Achso, gegen Schwarze Hand, okay. Da geht's dann wohl mit der Hauptstory weiter, sobald wir den letzten Häuptling eliminiert haben. Wir schauen am besten gleich mal, was wir so über den wissen. Und nun gegen Schleichen und nun gegen Fernkampf. Vergiftete Waffe. Ja, okay. Ist halt ein Häuptling, es ist nicht ganz so einfach zu killen. Nein, wir wollen auf die Karte. So. Wir werden erstmal hier ein paar Sachen erledigen. Bevor wir das machen. Mal schauen. Der hat keinen Leibwächter. Das heißt, wir müssen dem auch erstmal Leibwächter zuteilen. Schließlich brauchen wir jemanden, der ihn ersetzt. Können wir da auch schneller hin? Mann, das war. Ja, da kommen wir schneller hin. Ja, das passt schon hier. Kronk. Elite-Hauptmann. Und werden wir gleich mal helfen. Hey Kumpel, komm her da. Sieh zu, dass du dem sein Leibwächter wirst. Mach was aus dir. Wirf dein Leben nicht weg. Ich mag diese Ruinen nicht. Sie sind gruselig. Immer wenn ich dort vorbeigehe, spüre ich, wie die Blicke der Toten auf mir lasten. Hoffen wir mal, dass es da oben ist. Was? Da war, glaube ich, was, oder? All dieses Geklirre von der Schmiede bedeutet hoffentlich das, was ich mir denke. Neue Waffen, die sind in der Schlacht einzuweihen. Oh, ja. Ah, da haben wir es ja. Schauen wir, dass wir wieder ein paar Sidequests machen. Zerbrochener Stab. Okay. Zerbrochener Stab von wem? Schon komisch, nicht wahr? Sie haben uns ihren Namen gesagt. Mehrmals. Aber wir haben sie vergessen. Wir haben sie einfach vergessen. Es schien fast so, als würden sie nicht wollen, dass wir uns erinnern. Nach einer Weile waren sie einfach nur noch die zwei Istari. Manchmal auch einfach der Große und der Kleine. Ich kann nicht sagen, warum ich mich nicht erinnern kann. Ich erinnere mich an den Großen, wie er uns Geschichten über eine Goblinstadt erzählte, über einen Mann, der sich in einen Bären verwandelte, von der Zeit als... Nun, ich glaube, es war ihm scheinbar gleichgültig, dass einige seiner Geschichten nicht ganz stimmig waren. Oder andere einen Toten aus seinem Grab hochschrecken lassen würden. Als der Große ging, nahm er seinen Stab mit, ließ aber einen Gehstock zurück, in dem eine ganze Menge Kerben und Muster eingeritzt waren. Er hat damit irgendetwas aufgezeichnet. Das ist sicher. Dieser Zauberer, die Istari. Was weißt du über sie? Ist ihre Macht stärker als die deinige? Wir haben uns bisher noch nicht gemessen. Saruman, der Weiße, ist der Vorsitzende des Weißen Rates. Sein Wissen um die Ringe der Macht ist groß. Ist die Frage, von wem die da gesprochen haben. Tag ist ein Monster! Ach, jetzt sind wir auf einmal das Monster. Der ist wohl abgehauen. Wo ist die Herausforderung? Die ist da oben. Zwei Istari, ob die Gandalf und Saruman meinen oder die zwei, die nie auftauchen. Eben. Na, die sind wahrscheinlich nicht, weil das sind ganz woanders. Die sind irgendwo abgehauen.
So. Lass dich nicht entdecken und töte Uruk Fackelträger in der Nähe jedes Ghoulmeisters. Locke 5 Uruks an oder recke sie ab, um sie zu töten. Vorsicht, sie dürfen nicht entdeckt werden. Das ist natürlich nicht allzu einfach. Ich habe keine Angst vor Karagor. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Du solltest Angst haben. Nur einer von ihnen kann dich ein Stück erleichtern. Was ist ein Ghoulnester hier? Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Das wird gar nicht so einfach. Das mit den Anlocken lassen wir vielleicht auch besser. Damit spielen wir sich vielleicht gar nicht zu sehr rum. Nö. Hoffentlich ist da unten kein anderer. Komm schon. Mann, der steht da ganz. Der steht hier ziemlich schlecht. Da okay, angelockt und gekillt. Da drüben sind aber viele, das ist schlecht. Oh Mann, das ist nicht einfach. Weil es sind so viele da. Ich bilde mir Dinge ein. Wenn es wiederkommt, töten wir es. Was, wenn wir es umdrehen? Hoffen wir, dass sie nicht umdrehen, sonst müssen wir schnell sein. Oh oh. Cool, ja, auch noch. Ja, cool, Nester halt, ne? Besser mal aus dem Staub. So, die sich mit den Ghoulen rumschlagen. Nein, wie springst du hin, Idiot? Bleib da oben. Los, hoch mit dir. Schütze, dann sollten wir gleich mal ausschalten, oder die haben gute Augen. Oh oh. Mann, wie der uns sehen konnte! Was? Was heißt, wir wurden entdeckt? Wir haben ihn noch rechtzeitig gekillt. Was soll das? Boah, diese verdammten Schützen. Wie konnte uns der sehen? Was soll das? Der hatte bereits das Messer im Kopf stecken und nein, er sieht uns trotzdem. Bugs, Bugs, Bugs. Egal wie alt ein Spiel ist, Bugs sind immer drin. Mal schwächere und mal sind es so tragische wie die hier. Spielen wir sich gar nicht erst lange rum. Wir machen das jetzt effizient. Hab ich mir wohl nur jemand hat ihn getötet. Lass was. Das ist besser effizient als elegant.
LOL! Wie sehen die uns da oben? Wie können die uns sehen? Die haben magische Augen mittlerweile, offensichtlich. Viel Spaß! Einmal probieren wir es noch ansonsten. Wird diese Quest halt einfach ausgelassen. Passt da. Also, gut. Wir müssen einfach alle mit dem Bogen killen, offensichtlich. So gut als möglich aus der Ferne abschließen, abschlachten. Da ist noch einer. Okay, der versteckt sich. Gut für ihn, schlecht für uns. Hoch da, so hoch wie möglich. Dass ihre Opfer tot sind, bevor wir sie überhaupt sehen. Ja, aber wo ist dann der Spaß an der Sache? Wer hat uns... Da unten, da, der sieht uns. Wie? Nein, ich lasse das jetzt so. Draufgeschissen, diese Quest kann man nicht schaffen, weil die haben magische Augen, die sehen dich durch Wände durch, die sehen dich, wenn du ganz oben irgendwo stehst auf einmal. Ich meine, du kannst denen vorm Gesicht herumlaufen und sie sehen dich nicht, ja? Aber wenn du ganz oben auf dem Dach bist und einen Pfeil schießt, bist du sofort entdeckt. Sofort! Instant! Was für eine verfickte, kranke Scheiße einfach. Ich werde das dann nochmal googeln. Wie heißt das? Die Reinigung des Schattens. Werden wir dann nochmal googeln. Ich gehe mal davon aus, ich werde ziemlich viele Posts finden von Leuten, die auch sagen, what the fuck? What the fuck, Ubisoft? Oh ja, Ubisoft-Spiele halt. Werden wir halt nicht alle schaffen. Oh nein, das ist der Scheiß. Oh Gott, das ist ja gleich die nächste Quest, die mich ankotzt. Galt auch nicht als entdeckt. Wenn unser Häuptling zu reden beginnt, halten sie alles am Tier. LOL! Was war das wieder für eine Scheiße? Den konnten wir nicht wandmarken. Hat er einfach nicht gemacht. Immer schon wieder einen Bug. Müssen wir aber dann nochmal brandmarken, weil wir haben keine Pfeile mehr jetzt. Haltet nach diesem Grabwandler Abschaum Ausschau! Das sind viele.
Also. Jetzt haben wir wieder Pfeile. Ich hab Besseres zu tun. Lass ihn laufen. Vielleicht zerstampft er ein paar Ghule. Lassen wir den jedenfalls nicht. Viel zu gefährlich. Wir hatten Glück, dass wir den letzten Kampf gewonnen haben. Viel Spaß! Was machst du? Was machst du? Na endlich! Ah, die andere Hälfte. Also gut, halt still. Ich muss leider sagen, dass es... Es wird wehtun. Ich habe getan, was ich konnte. Wir haben noch einem eurer Leute geschickt, aber ich weiß nicht... Warum erzählt ihr mir in der Zwischenzeit nichts über das da? Das Medaillon, das ihr in den Händen haltet. Ihr wollt mich doch nur ablenken. Aber gut. Das sind die zwei Bäume von Valinor. Ein Symbol für den endlosen Zyklus von Leben, Tod und Wiedergeburt. Kommt etwas näher und ich erzähle euch ihre Geschichte. Wir müssen... Ich fürchte, wir müssen uns alle von den schrecklichen Ereignissen des Tages ablenken. Es wird keine Auszeichnung für uns geben, Celebrimbor. Keine Ehre, keinen Ruhm. Sollen die, die nach uns kommen, Ruhm erlangen. Wir müssen die Hoffnung so lange am Leben erhalten, dass sie die Gelegenheit dazu haben. Ach ja, wir brauchen die blauen Pflanzen jetzt. Und immer noch Fledermäuse, oder? Gibt's hier welche? Ja, hey. Sehr gut. Also. Abgeschlossen. Neue Herausforderung. Töte einen Graug. Jetzt kommen wir mit den... Jetzt kriegen wir die einfachen Aufgaben. So, wir müssen offensichtlich nochmal dahin. Oder? Ja. Aber gleich zwei Sachen. Aha. Ist das nicht hübsch, Liebling? Die Zwerge haben das gemacht. Du bist betrunken! Du stinkst wie ein Esel, der sich am Schnaps vergangen hat!
Es ist ein schönes Geschenk zum Jahrestag. Sieh dir nur diese Handwerkskunst an. Unser Jahrestag war letzte Woche. Ich hab's aus dem Meer gerettet. Du meinst, du hast es in der Taverne gewonnen, mein lieber Gatte. Jetzt komm schon rein. Die Flüsse dieses Meeres reichen weit bis zum Äffel Duat. Wenn den Stammesbrüdern die Flucht gelingt, könnten sie in den Norden nach Minas Ithil wandern. Der Turm des Mondes. Nanichir, Gelaia Mordor. So, damit ist der Part aber auch zu Ende, Freunde. Ich bedanke mich für das Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.